Hallo ihr Lieben, gleich seht ihr eine sehr spannende Runde, nämlich mit dem lieben Peter Bärhorst. Der ist nicht nur Bogenmacher, sondern er findet gerade eine neue Pädagogik. Das heißt, auch eine neue Schule will er aufbauen. Und ich freue mich sehr, mit meinem lieben Freund Jan Schafe, der gleichzeitig Betreiber des Beachhauses ist, mit dem lieben Peter uns auszutauschen. Das wird cool. Also bis gleich. Los. Hallo, herzlich willkommen zum Beachhouse Talk. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, haben uns, glaube ich, länger nicht gesehen. Umso illustrer ist heute die Runde, natürlich mit meiner lieben Ulla an der Seite. Und zwischen uns sitzt der liebe Peter Bärhorst, der nicht nur ein guter Freund von mir ist, sondern der auch so eine interessante Vita hat, sich immer wieder neu erfindet, neue Ideen hat. Aktuell will er dies oder das Schulwesen revolutionieren und hat da ganz tolle Ideen. Er ist von Haus aus, wenn man das so sagen kann, Bogenbauer. Auch ganz interessant. Das heißt, er schießt nicht nur mit dem Bogen. Ich glaube, du hattest sogar auch schon mal den Jürgen Vogel oder richtig, so instruiert für einen, genau, Film, den Vogel, wie man Bogen schießt. Auf jeden Fall ein ganz toller, interessanter Mann hier zu meiner Rechten, mit dem ich auch ab und zu mal Boxtraining mache. Auch was uns verbindet. Und ich freue mich auf einen sehr interessanten Talk. Herzlich willkommen, lieber Peter. Ja, moin. Moin, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schönen Dank, dass ich kommen darf. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ist schön hier, habe ich eben schon gesagt. Immer wieder. Ist immer schön, gemütlich. Und Bogen, ich bin von Haus aus eigentlich gelernter Koch. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nein, ich bin als Koch auf die Insel gekommen, tatsächlich. Wahnsinn. Und das war ja nicht mehr richtig. Also professionell bestimmt nicht, aber zu Hause mache ich das noch gerne. Und ich wollte in die Sterne-Gastronomie, bin dann zuerst nach meiner Ausbildung bei Rainer gelandet in der Osteria. Und dann als letzte Station war ich Strandhörn bei Dirk Lessig. Alles klar. Und da habe ich dann das Handtuch geschmissen, bin Rettungsschwimmer geworden. Und da dann das Bogenthema angefangen, das ich bei meinem Papa gelernt habe. Also, ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen. Also so ein interessanter Mann, das wusste selbst ich nicht. Sag mal, dein Papa war schon Bogenbauer, beruflich auch, oder privat? Nee, war privat, ja. Also er hat sich das angeeignet mit meinem Onkel zusammen in einem erlebnispädagogischen Museum. Ach, okay. Erlinghausen, Steinzeit pur. Und dann waren die da ein Wochenende und haben aus einem Kantholz mit einer Raspel einen Steinzeitbogen gebaut. Und sind nach Hause gekommen, waren Feuer und Flamme. Es gab nur noch Steinzeit. Die beiden waren so crazy. Wahnsinn. Die haben sich dann auch angezogen, geschminkt, wollten die Steinzeit leben mit Feuerstein. Uga-Uga-mäßig, ja. Ja, so genau. Also wirklich, es war dein Vater, der Neandertaler. Sehr faszinierendes Thema. Jetzt kommt das wieder. Und ich weiß noch, wie heute. Er sagte, er hat noch eine Schreibmaschine zu Hause gehabt und gesagt, warte, du musst dich darauf vorbereiten, wenn sie den Strom zieht. Also, ja, ist immer so. Und das war eben das Thema, dass die Menschen viel intelligenter umgegangen sind mit den Ressourcen. Super interessant. Und jetzt, nach 20 Jahren in dem Thema Arbeiten, lerne ich das so langsam kennen, was es heißt, mit Bäumen zu sprechen, mit die Natur wirklich ganzheitlich aufzunehmen und den Gedanken der Ganzheitlichkeit zu erleben. Das ist hochgradig interessant. Erklär mir bitte, wie das funktioniert, wie man mit einem Baum spricht. Sagst du, hallo Baum, wie ist es heute? Ist eigentlich ganz einfach. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Du gehst, also ne, wenn man sich vorstellt, man geht spazieren und man sieht einen Baum und man guckt, ja, ist Bogenbauer, ach, der Stamm, ist der gerade genug, könnte der ein Bogen werden? Und läuft man weiter und man sucht sich so seinen Ast oder seinen Stamm raus und dann läuft man wieder dran vorbei, dann ist Sommer, dann soll man den nicht schlagen, dann geht man im Winter wieder und dann wartet man so auf... Im Winter hat der Baum keine Schmerzen? Oder warum also Schmerz ist, da bin ich nicht im Thema, wie schmerzhaft könnte man sagen. Ja, sie haben auf jeden Fall Connection, ja, das sie sind, ich. Sind sie da. Und auch Gefühl ist auch ein lebendiger Werkstoff. Aber im Winter ist der Saft raus, am besten Januar, Februar. Ne? Dann stehen sie nicht im Saft, dann ist der Saft raus, dann reißen die nicht so. Am besten auch in der abnehmenden Mondphase schlagen. Auf jeden Fall geht man dann ein paar Mal an dem Baum vorbei und sieht dann irgendwann, okay, da ist es oder nicht. Und das ist die Kommunikation, einfach dieses Auseinandersetzen. Dieses Wissen, dass man in der abnehmenden Mondphase, also ich bin so sehr kritisch esoterischen Ideen gegenüber, muss ich ehrlich gestehen. Ganz einfach. Aber ich bin neugierig, ich will immer wissen, woher, wie wissen ihr sowas? Ja? Du bist ja oft auch so ein Tier, weißt ja, was heißt denn Springtide zum Beispiel. Ja. Bei Vollmond ist kommt das Wasser ziemlich hoch. Also der Vollmond ist wasseransaugend. Ja. Und so ist das auch im Baum. Der Baum hat mehr Wasser im Stamm, wenn der Mond voll ist. Und wenn er auf der anderen Seite ist, sozusagen, dann ist das Wasser aus dem Stamm raus. Alles ganz klar. Einfach. Ja, ja, schön. Ich habe wieder was gelernt. Ja, es stellt sich natürlich die Frage, wenn du das hier seit 20 Jahren auf Sylt machst, hier ist ja nicht so viel Wald. Überhaupt um, nicht. Bogenholz zu finden. Wo gehst du da hin?
Tatsächlich kaufe ich das meistens oder tausche es auf irgendwelchen Turnieren. Das sind dann so europäische Meisterschaften im prähistorischen Jagdwaffenschießen. Ach, das so heißt das, ja. Prähistorisches Jagdwaffenschießen. Wahnsinn. Da geht man rein. Da treffen sich dann die ganzen Bekloppten, sag ich mal so, ne? Die wirklich Experimentellen, die das Leben wollen. Und die schießen dann mit selbstgemachten Bögen, wie sie damals gebaut wurden. Natursehne, kein Metall an den Pfeilen. Alles eben möglichst authentisch. Und da tauscht man dann. Da habe ich einen Kontakt, der heilige Kontakt aus der Schweiz. Das ist von einem, der ist Förster, also Forstwirt, und der ist in einer Vereinigung der Schweizer Eibenfreunde. Also der hat den ganzen Eibenbestand. Beste Baum, den es gibt für den Bogen. Verein okay. Deutscher Eibenfreunde. Nee, Schweiz. Ja, ja. Über zweieinhalbtausend Meter Höhenmeter. Und der verkauft astreine Superware. Astreine Ware. Das ist ja auch ein schönes Bild. Ja, es ist astrein. Du brauchst nicht astreine Ware. Was ist denn das Wesen des Bogenschießen? Also ich verbinde damit auch immer so eine zen-artige Vertiefung. Ganz genau. Da würde ich vielleicht nochmal, was heißt das eigentlich? Yuksaka. Hat das was mit dem zu tun, wo Ulla drauf hinaus will? Was ist das, so eine Lebenseinstellung? Was bedeutet das? Was ist das? Es ist entschleunigend. Es ist ja alles. Es ist ja fast wie Yoga, was du da anbietest. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich. Also Yuksaka ist ein alter Gottheit aus der Steinzeit. Ja. Die wurde gefunden auf einer Trommel, auf einer Schamanentrommel. Einfach das Logo habe ich natürlich jetzt nicht mit. Ne? Das ist ein Bogenschütze mit einem spitzen Hut, der breitbeinig steht und im vollen ausgezogenen Bogenstand. Und damals, als mein Daddy noch aktiv war, der ist ja schon lange tot, da wollte er eine Firma gründen, Online-Shop, 96 war das. Und er hat dieses Zeichen gemalt, das Logo, und ist dann auf so einem Turnier gewesen und hat das rumgezeigt. Er hat gesagt, guck mal Jungs, ich möchte gerne eine Firma gründen und die das Material verkauft, online. E-Commerce. Und da sagte ein Archäologe, wow, das habe ich gefunden, das ist eine Schamane, das ist ja Yuksaka. Und so kam der Name. Es ist angeblich ein Gottheit, so trainiere ich das auch mit meinen Leuten oder erzähle die Geschichte, dass die Schamanen den Zugang zu Göttern hatten und die haben dafür gesorgt, wenn die Jäger auf Jagd gezogen sind, die waren eine Woche unterwegs, teilweise länger und nicht wiedergekommen. Ja, sind auch teilweise verendet beim Jagen, weil sie nichts gefunden haben, weil die Tiere zu groß waren oder. Und er hat gebeten darum, dass die Jäger begleitet werden und dass das richtige Tier auch getroffen wird. In der Welt damals war das ja auch so, dann hat man nicht einfach drauf losgeballert, sondern man hat den Moment abpassen müssen. Und wenn man sich mal so eine Büffelherde vorstellt, ne, und es ist, oder eine Rehherde, einen größeren, und du wartest und das Tier, das ist sehr sensibel und es wittert dich und das, auf einen Schlag hat dich ganz weg. Eins bleibt stehen. Habt ihr das Bild? Und das ist das geschossen wird. Das hat sich ausgesetzt, jetzt das opfert sich. Jetzt kriege ich aber auch eine Idee, dass du diese Ganzheitlichkeit lebst. Und ich nehme an, aus der Ganzheitlichkeit heraus bist du auch, jetzt trinken wir aber erstmal einen Wein. Wollte ich gerade sagen, du kriegst eine Idee, ich krieg Durst. Die Idee gekommen, so in pädagogische Bereiche vorzustoßen. Richtig. Ist das so? Ich lebe die Ganzheitlichkeit, wie du sagst, also wie ich sie mir wünsche, nicht. Ja. Ich trainiere mich da drin oder ich kriege ein Gefühl davon, was es heißen kann. Ich bin ja auch aufgewachsen, so wie ihr, in dieser freien Marktwirtschaft, die diesen Antrieb, Fortschritt nach vorne kommen. Treiben wir mal die Marktwirtschaft im Weinbusiness. Genau, und erweitern unser Bewusstsein. Wir trinken was ganz Spannendes, wie ich finde, von Jochen Dreisigacker, Vintages. Da steht gar kein Jahrgang drauf, weil es nicht nur aus Spätburgunder und St. Laurent ein Cuvée ist, sondern auch noch aus drei verschiedenen Jahrgängen. Finde ich ganz interessant. Deswegen Vintages. Okay. Probieren wir mal, Ulla. Ach, das ist ein roter auch. Das ist ein roter, genau. Ja, ist auch dunkel. Passt ja, ne, zum Wetter. Ja. Pietchen? Ja, gerne, danke. Jochen 30 Acker Vintage. 30 Acker, sag mir, ist das die Rebe 30? Nein, 30 Acker ist der Typ, die Rebsorten sind Spätburgunder und St. Laurent. Okay. Und Jochen 30 Acker ist auch einer von uns. 30, habe ich schon mal gehört. Ja, ganz feiner, netter Kerl. Der ist ganz doll unterwegs, schmeckt bestimmt lecker. Also schmeckt bestimmt lecker. Pietchen, ich finde es super, dass du da bist. Cool, ich finde das total spannend, dass wir jetzt schon so gesprochen haben auf die Bewusstseinserweiterung. Prost. Dankeschön für die Einladung. Jawohl. Prost. Tschüss. Nicht tschüss, wir machen weiter. So, jetzt will ich nochmal, Pietchen, so schön, dass du wieder bei mir bist. Wein ist ganz lecker, ne? Ja. Finde ich so, zum ersten Mal. Ja.
Was ist mit deinem Geschäft? Ich bin ja jetzt, also wir sind ja jetzt in der dunklen Jahreszeit, es ist ein bisschen Nebensaison, nichtsdestotrotz ist die Insel zum Glück immer noch recht gut besucht. Kann man bei dir im Moment Bogen schießen? Hast du ein Saisongeschäft? Was machst du in der Nebensaison? Erzähl mal. Also ich habe mich darauf konditioniert, tatsächlich die letzten 17 Jahre, April bis Oktober, habe ich meinen Laden auf, okay, meine Schießbahn. Und dann erste Novemberwoche ist Einräumwoche. Wo ist die? In Tinnum, Kaitum. Also da, wo man rechts abbiegen muss. Genau. Ja. Das ist so ein Stadion. Das ist, kann man eigentlich relativ gut sehen. Ja. Ja. Sieht man so diese weißen Zeltspitzen noch, solange sie noch stehen. Die stehen jetzt auch schon 10 Jahre. Ja, die halten viel aus. Ja. Ja, trotzdem wird das auch bald verändert, hoffentlich. Genau, ich mache dazu. Ich bereite mich vor den Winter über auf die nächste Saison, genieße auch tatsächlich mittlerweile Familie stark. Ich habe mir jetzt ein Wohnmobil gekauft und möchte 3 Monate mit dem Wohnmobil losfahren, weil meine Jungs sind 2 und 4 und ich alle, die schon Kinder haben, die älter sind, sagen, nutze die Zeit, solange sie noch nicht in die Schule gehen, mach es jetzt. Und das tue ich jetzt. Ja. Super. Ich fahre wunderbar. Los. Und will die erleben. 24 Stunden rund um die Uhr in der Verbindung. Wie organisiert man sich im Tag? Das hatten wir 3 Wochen probiert und das war hochgradig interessant. Jetzt habe ich ein bisschen was Größeres gekauft. 8,20 Meter. Mega schön. Natürlich. Ach, toll. Ja, ich freue mich. Wie du dich freust. Ist schön zu sehen. Ja, ich freue mich. Und das ist auch das Abenteuer dann zu leben. Ja, ne? Man weiß ja nicht, wo es hin. Wir haben noch keine Ziele. Ich will so ein paar Schulsysteme anfahren, ne? Dann nochmal zurückzukommen dazu. Genau, finde ich total interessant. Ich bin ja auch ähnlich wie du, junger Vater. Mein einer ist 7, meine Kleine ist 1,5. Und wollte jetzt auch so ein bisschen die Brücke schlagen. Da kommt man dann natürlich dazu, wenn man diesen Ansatz vom Bogenschießen und sowas schon hat, dass man sich mit dem Leben und der Ganzheitlichkeit der Dinge beschäftigt. Und dann hat man noch 2 gesunde Kinder zur Welt gebracht, hat eine tolle Frau, die kenne ich ja auch nun, deine liebe Frau. Und dann beschäftigt man sich mit solchen Sachen und will ein Schulsystem verändern, revolutionieren. Oder was ist genau der Gedanke, um jetzt mal zu deinem zweiten Ansatz zu kommen, den du gerne hier auch erzählen möchtest? Das interessiert mich brennend. Du hast es mir am Telefon so zugerufen, da habe ich gesagt, wow, das ist bestimmt eine gute Idee, hören wir uns mal an. Richtig, so kam mir das Thema auch zu. Irgendwo aufgeschnappt, freie Schule. Ich so, warte mal, Moment mal, das ist ja hochgradig interessant. Und mit irgendeinem erzählt und dann meint einer, hier, guck mal, die auf dem Markt, Johanna und so, die haben sich, das sind so eine Gruppe von auch hier auf Müttern, Wochenmarkt auf jungen Müttern, die sich da mit dem Thema befassen. Da geht doch mal, sprecht doch mal an. Ich so, Johanna, was macht ihr eine freie Schule? Ja, wir sind dabei, ich möchte mitmachen. So war das. Ja, also cool. Ich bin nicht der das jetzt angetrieben hat, sondern ich habe mich angeschlossen einer Gruppe, die vor allem ausschließlich junge Mütter sind und Pädagogen, auch im Schulsystem arbeiten und im Thema, im Bereich. Und ich habe gesagt, was ich machen kann, mache ich, weil das hat mich so angesprochen, das, was mir dazu geflogen ist. Selbstbestimmtes Lernen. Frei, also keine statischen, dieses statische Lernen, wie wir das jetzt kennen aus den Schulrichtungen mit Leistungsdruck. Wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Ist nicht mehr, das ist aufgehoben. Es wird keine Noten, es gibt keine Noten. Gibt es das? Ja, oder es gibt es schon. Und das ist das Schöne, es gibt es schon. Und es gibt wirklich interessante Menschen, die sich neurowissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben. Ein großer Name, Gerhard Hüther. Was hat der rausgekriegt? Die haben raus, wie Gehirne funktionieren, in welchem Alter, wie ist man am besten zugänglich für Material reinzukriegen, also jetzt in Lehrstoff. In meinem Fall wäre es so gewesen, Coaching. Mathematik für Ulla erst im 25. Lebensjahr. Und dann auch nur kurz. Und dann auch nur kurz. Die Idee ist tatsächlich, also ich darf ja auch aus der Praxis sprechen mit dem Bogenschießen. Ich habe mich immer gefragt, wie kriegen das normale Lehrer hin, so große Horden, die dann, da es reicht ja einer manchmal, der am durchfährt, der dann die ganze, der die ganze Gruppe auseinander. Und ich war immer in der glücklichen Position, die wollten was von mir. Ja. Die wollten lernen, Bogen zu schießen und Bogen zu bauen. Und ich habe einmal so gemacht, da waren die ruhig. Ja. Und ich habe immer gefragt, wie machen Lehrer das in einer Schule? Und keiner hat Bock drauf, was da vorne stand. Und ich war immer so, okay, zum Glück kann ich sagen, ich habe hier eine ganz klare Linie, hier darfst du nicht drüber, das ist die Schießbahn, das ist gefährlich, das ist eine Waffe, da kannst du jemanden mit umbringen. Ja. Das ist jetzt ein Sportgerät, ist keine Waffe. Ja. Aber geht damit um. Ich habe Verantwortung abgegeben und ich habe immer Geschichten erzählt. Immer, wie war es früher, versucht, Bildsprache zu bilden. Ja. Zur Schule ist das ähnlich, weil
man versucht erstmal die Tür zu öffnen, das Interesse an dem Schüler. Warum hast du Interesse, Mathe zu lernen? Was ist das? Was könnte es sein? Man sucht so lange. Man sucht dann da. Man so, vielleicht auch für den Kleinen beim Kiosk Bonbons kaufen. Ja. Musst du ja irgendwie, wie viele Bonbons, geht's ja schon los mit einer Zahl und bezahlen. Und ja, also ja. Irgendwas gibt es, was einem selber das Interesse öffnet, okay. Das bereit zu sein, zu lernen. Und das ist der Schlüssel dazu. Also das ist der das Schlüssel heißt, ich von... Das muss das Interesse des Kindes erkennen und genau. abfragen. Richtig. Und also erstmal rauskriegen, welche Interessen hat das Kind. Genau. Worauf brennt man gerade? Ne? Und das lernst du wie ein Stern, lernst du wie ein Schwamm. Also ich weiß von meinen Kindern, die sind von Grund auf, das ist auch was Hüther sagt, die Neurowissenschaft, Kinder sind hochbegabt, die kommen hochbegabt auf die Welt, jedes Kind. Ach du jedes, Scheiße, jedes das glaube ich nicht. Ja, ist so. Irgendwas das kann sagen ja doch alle Eltern. Nein, das ist nicht von mir, das ist eine Neurowissenschaft. Und es wird im Laufe der Zeit durch unser freies System, das ist freie Marktwirtschaft und, wie wir es, ist ja auch nichts Schlimmes und nichts Böses, aber ist man immer eingeschnitten, ganz oft wird man eingeschränkt in dem Entfalten dieser Begabung. Ja, das kann man nachvollziehen. Das kennt man so. Und ich zum Beispiel wollte früher Schauspieler werden. Ich bin zu Mama, ich will Schauspieler werden. Du musst ja auswendig lernen, kannst du nicht. Und dann war vorbei. Dann war das vorbei, so. Klar. Und genau das ist so der Punkt. Auch jetzt bin ich alt genug, ich kann sagen, ich will jetzt Klavier lernen. Ich kaufe jetzt ein Klavier, und weil ich habe da Lust drauf. Ich will das einfach von du hast das schon, ich habe es mit reingetragen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und ich konnte nichts, ich kann gar nicht, ich bin der unmusikalischste Mensch, wurde mir immer gesagt. Wurde aber dir gesagt, wurde genau, mir, genau, das ist es. Wurde mir hat man immer gesagt, du kannst nicht singen. Ja. Ich singe so gerne. Ja. Und ich bin jetzt noch der Meinung, dass ich es nicht kann. Ja, weil einfach, es dir gesagt hat, genau. Haben mir das und, so ja. Und es kommt ja auch immer darauf an, wann es dir jemand sagt. Und ich glaube, also ich kenne das auch aus meiner Schulzeit, dass ja viele Seelen, ich zum Glück nicht, aber die sind ja teilweise durch Lehrer auch gebrochen worden. Ja. Ne? Wenn ja. du in einem gewissen Alter das gesagt kriegst, dass du das und das nicht kannst und dass du eigentlich gar nichts kannst, das ist bis du ins Grab gehst, beschäftigt dich das. Genau. Und das ist wirklich und ganz, ganz gemein, was teilweise da stattfindet. Nicht, dass das jetzt immer so ist, aber kann ich schon nachvollziehen, dass man sich darüber Gedanken macht und Gedanken machen muss. Ich verstehe aber noch nicht ganz, wie man das praktisch umsetzen soll. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass Kinder halt auch so ihr Angebot suchen. Meinetwegen ein Klassenzimmer, jetzt ein Klassenzimmer oder ein Haus oder irgendwo, wo sie sich begegnen, und das ist vielleicht ähnlich wie bei dir zu Hause oder bei mir. Da steht da ein Schlagzeug, da steht eine Klarinette, da steht ein Klavier, und man sagt nicht, du musst jetzt, sondern das Kind geht dahin, wo es sich vielleicht wohlfühlt. Ist das so ein bisschen der Ansatz? Weil ich versuche jetzt gerade, wie man so eine... Wenn man so ein Bild mal zeichnen kann von so einer Schule. Ja, wie das praktisch auch werden soll. Wenn du jetzt sagst, den einen kriege ich vielleicht damit, der will sich immer Bonbons kaufen, jetzt weiß er, wofür er Mathe braucht. Der Nächste sagt, ich will mir ein Haus bauen, da brauche ich ja Mathe auch wofür. Ja. Also ich muss ja sehr individuell da, dann brauche ich ja also eine Manpower, die ja unglaublich ist, oder? Ja, genau. Oder wie wird das umgesetzt? Du hast viele Fragen gestellt. Ja, aber ja, genau. Ja, also die Räumlichkeiten sind noch unklar. Man kann sich das aber vorstellen, es gibt einen großen Raum, in dem man sammelt von 1 bis 10 als Gemeinschaftsraum. Es werden verschiedene Angebotsräume geben, Musik, Sport, Verpflegung, Showrooms, ja, Kunst, also es ist ganz viel geht über, ist auch herausgefunden worden, neurowissenschaftlich, dass Bewegung, aktive Bewegung und die Musik und die Kunst, die regen viel mehr Gehirnzellen an, als stupides Auswendig. Ja. Also du wirst einfach, das ist irre. Boah, muss ja jeder schon eigentlich, nur man hat es noch nie so schwarz auf weiß bekommen, oder vielleicht auch schon. Ich weiche vom Thema. Genau, es gibt verschiedene Räume, die gefüllt sind mit dann Angeboten. Und in der Mitte gibt es einen, wie das aussehen wird, ist noch nicht, weil wir haben noch keine Räume. Ja. Deswegen bin ich auch unter anderem hier. Wir brauchen das Beachhaus. Montags, Dienstags im Moment. Tatsächlich. Und es gibt auch rausgefunden, welche Altersstufen gut zusammen funktionieren, welche nicht. Es tut auch gut für Ältere, schon das Erlernte weiterzugeben. Und dann wird ganz viel projektbezogen erarbeitet. Also es gibt Themenbereiche, die zum Beispiel herkömmlichen Stoff, Mathe, ich sage jetzt mal Geometrie oder was, oder ne, Schreiben, Deutsch, Sprachen, die auch abgefragt werden am Ende,
werden Tests geschrieben in einer Regelschule. Also man bereitet sich diese 10 Jahre daraufhin vor, dass du letztendlich zu glänzen, im System bestehen kannst. Du wirst glänzen, ja? Darauf bereiten wir unsere Kinder vor. Nicht bestehen, sondern den Abschluss mit Bravour machst. Ja. Also muss nicht, es gibt ja keinen Druck, auf keinen Fall. Das ist nämlich das Wichtigste, den Druck wegzunehmen. Ja. Ja? Und es werden Lernangebote geschaffen. Also es wird dann einfach gesagt, es gibt jetzt sowas wie einen Workshop, ne? Der ist dann von dann in der Woche, dafür verpflichtest du dich da auch, den dann beizuwohnen. Also klar, wenn ich mich verpflichte, kann ich jetzt nicht nach einem Tag sagen, doch. So, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wenn das nicht geht und du wirklich da nicht mitkommst und dich da durchquälst, klar, aber dahin kommt es ja gar nicht. Das ist ja vorab schon entschieden. Aber ist das nicht, also was du gerade eben gesagt hast, ich muss da jetzt mal reingrätschen, du hast gerade eben gesagt, wir wollen, dass die das mit Bravour machen. Das baut für mich schon wieder einen immensen Druck auf, auch wenn man dann noch hinterher schiebt oder gerade, weil man hinterher schiebt, aber ohne Druck. Ja, genau, also, danke, weißt, dass du das sagst. Du musst nicht Erster werden, aber wäre schön. Weißt du? Schön. Nee, aber du hast genau das gegriffen, weil ich habe gepiekst. Ne? Ja. Das ist, danke, dass du das auch so nimmst. Bitte. Letztendlich ist einmal die Idee, dass wir genau den Druck nicht aufbauen. Ja, aber vorbereiten darauf, dass es eine Prüfung gibt. Und eine Prüfung ist ja immer Druck. Irgendwo mit einem Aufregen. Das kann man ja auch anders ausdrücken, indem man sagt, wir wollen zusammen, dass wir es so gut wie möglich machen, wie wir alles versuchen, so gut wie möglich zu machen. Das ist ja die Kernidee also von egal, dieser Schule. Ob es Tomatenpflanzen ist oder Mathematik. Genau. Und alles im... Das ist die Kernidee. Ja, ich habe es rausgefunden. Ja, das ist die... Ja. Ist auch wunderbar. Nein, bitte, aber schön, dass ihr das auch mit mir so raus, weil also, es ist so, du hast eine Gemeinschaft, nicht nur Schüler, sondern Lernbegleiter und die Eltern. Du entscheidest dich ja auch hauptsächlich, die Schüler nachher, die kriegen das gar nicht so bewusst mit wie wir. Ja. Aber die Eltern, wir sind jetzt in der Situation, entscheiden zu können, wie wollen wir Unterricht gestalten. Ich sitze jetzt da mit 12 Leuten oder 13 und wir überlegen uns, wie soll Unterricht aussehen, wie sollen die Klassenräume aussehen, was ist Inhalt. Und alleine das entscheiden zu können, sich darüber Gedanken machen zu können als Eltern, das ist gigantisch gut. Und ihr könnt es einfach eröffnen oder müsst ihr da zum Bundeskultusministerium und ein Konzept vorlegen oder Landeskulturministerium, keine Ahnung. Ja, genau, es geht an den Bund, ne? Also an Schulbehörde. Tatsächlich an den Bund, ja. Okay. Bin ich nicht hundertprozentig im Thema, welche Institute, Land, Bund, auf jeden Fall geht es in die Schulbehörde. Kreis erstmal, die prüft das, die gibt es dann weiter. Es wird auf jeden Fall es gibt eine Stelle, die prüft unser Konzept. In dem Konzept ist dann alles fein gliederlich runtergeschrieben. Also, wie sehen Klassenräume aus? Haben die genug Notausgänge? Ist genug Bedarf davon? Haben wir Anmeldungen für die Schüler? Haben wir denn Verträge mit den Lehrern oder den Begleitern? Wie groß sind die Gebäude? Wie finanziert sich das Ganze? Genau, die ersten 2 Jahre muss man sich selber tragen und dann kann man erst Zuschüsse beantragen. Geht das allein über das Schulgeld, was die Eltern dann genau. zahlen? Genau, ja, wahrscheinlich nicht, weil es ist ja ein Riesenklumpen, wenn man sich vorstellt, wir wollen das Konzept abgeben, das ist in Schriftform, haben dazu auch gleichzeitig Schülerverträge, Lehrerverträge vorgefertigt, in der Tasche, plus ein Gebäude, das den Voraussetzungen stand. Braucht ihr einen Sponsor? Ja, auf jeden Fall. Sagst du die Kamera? Wir brauchen richtig guten Sponsor oder viele, die Interesse haben, uns zu unterstützen, egal in welche Richtung. Marketing ist wahnsinnig wichtig gerade, dass wir bekannt werden, die Idee bekannt wird, dass wir die Räumlichkeiten bekommen. Da gibt es schöne Ideen von Hörnum bis Flughafen, bis Pionierlager da hinten, wo ich bin. Und alles ist sehr verstrickt in politischen oder anderen, wie auch immer. Man kommt alles so gelähmt, total schwer. Also Entscheidungsfindung hier, wenn ich das so täglich in den Nachrichten hier lese, ist ein schwieriges Thema. Und es ist halt auch wirklich, es ist ja, der Raum, der ist ja so knapp hier. Ja. Und Peter hat da schon recht, es gibt so viele Sachen, wo man sich fragt, warum macht da nicht einer was Nettes, bevor es so vor sich hingammelt. Wenn ich sage, ich habe hier, wir sind alle so gut vernetzt, wir haben einen Tischler, einen Dachdecker, was weiß ich nicht, also wo man sagt, komm, fass alle mit an. Es gibt so viele Sachen. Es gibt so viele Ideen. Und meine Idee ist Insularmitte. Also das wäre das Schönste, damit nicht damit einer aus dem Westen nach Hörnum oder umgekehrt in die Richtung fahren muss. Das finde ich total schrecklich. Deswegen sagt man, man baut das möglichst Insularmitte für alle zugänglich. Am besten auch
vielleicht nur mit dem Fahrrad zu erreichen. Ja? Das war so gerade meine letzte Idee mit dem alten Fliegerhaus. Kennst du den noch? Der, wo das Kino früher stand. Ja, ja, natürlich. Mega, das, ich habe noch einen Auto Kinostuhl zu Hause. Ja, so, natürlich. Wow, das englische Kino. Oder hinten bei mir am Pionierlager, wo jetzt irgendwie noch eine Auffahrrampe oder was weiß ich diskutiert wird und keiner so richtig, also ich habe noch keinen richtig ein Statement abgeben hören, der gesagt hat, jawohl, das dafür setze ich mir, da machen wir das. Es gibt ganz auf jeden Fall ganz, ganz viele Befürworter, die finden das unglaublich toll. Du musst das auf der politischen Ebene vielleicht auch einpflanzen, bei abnehmendem Vollmond. Nein, aber ich glaube, dass, und das ist ja jetzt ganz wichtig, dass man das hier jetzt auch nutzt. Ich glaube, du musst es nochmal irgendwie so ein bisschen, das hört sich nach so einer tollen Idee an. Wenn das jetzt gehen sollte, wenn man sagt, pass auf, Pietchen, wir unterstützen dich, XYZ, drei Firmen oder was. Wie ist das Zeitfenster? Wann kann es losgehen? Was brauchst du? Das ist die freie Schule, ein Kurzkonzept dafür. So sollte das Logo aussehen. Farbe bin ich wahrscheinlich... Ich glaub, toll. Ja, ja. Ich redigiere das mal eben. Okay, gut. Also das ist tatsächlich, zu deiner Frage zu kommen, es gibt einen Plan und genau der wird auch morgen nochmal in der Gruppe besprochen. Ich bin Befürworter für schnell wie möglich, ja. So wie einige andere auch. Weil wenn man das auf lange Bank schiebt, dann wird das nichts. Und Puff wieder und 1, 2, 3 sind deine Kinder erwachsen. Und es gibt so viele Eltern, die unglücklich sind mit den klassischen Schulsystemen, die wir haben. Und Schüler. Und Schüler. Sind. Und das ist es ja. Und ich finde es so ehrenwert, egal was daraus wird, aber dass jemand wie du sich da überhaupt Gedanken drüber macht, dass er sagt, Mann, ey, ich habe da meine kleinen Süßen wachsen. Ja, ich war auch keine Leuchte, weißt du? Aber wir sind irgendwie durchgefahren. Aber dass man sich einfach mal kritisch damit auseinandersetzt und sagt, Mensch, vielleicht können wir ja was anderes machen. Guck dir mal meine kleinen Stöpkes da an, wie gut sie groß werden, wie ich das ja dann bei deinem eigentlichen Job da den Bogen schießen, wie du das Ganze lebst und sowas. Und dass man das einfach zulässt, sich Gedanken zu machen und dann auch mit sowas losgeht und sagt, Mensch, warum soll das eigentlich nur mein Gedanke bleiben? Also das war toll. Flammendes Schlusswort von dir in diesem Fall. Deine Begeisterung ist spürbar und auch dein Verantwortungsgefühl dafür. Genau. Das ist ja schon durchdacht. Und ich habe hier gerade mal in das Konzept reingeguckt. Hier stehen genau solche Begriffe wie Mut zur Gestaltung des eigenen Lebens machst du. Ja, das Erkennen der eigenen Begabung. Empathie sehe ich da. Empathie, Selbstvertrauen, Selbstreflexion und Verantwortung und Urteilsvermögen. Ist das nicht schön, wenn das dein Kind lernt? Wenn ich ein Kind hätte, ich würde es hinschicken. Oder? Dann ziehe ich nach Sylt. Also, liebe Sponsoren, bitte, in diesem Fall sagen wir mal bitte, 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 kümmert euch um die Freie Schule Sylt. Ich finde, das ist ein sehr ehrenhaftes Anliegen. Und es wäre schön, wenn die Vielfalt auch in diesem Bereich platziert. Ja. Wunderbar. Der einfachste Weg wäre einfach auf der Homepage Freie Schule Sylt, sich das Anmeldeformular runterzuladen und einfach das Mitglied werden. Schon. Ja, wir sind ja schon Verein. Ja, wunderbar. Wir sind schon einfach Mitglieder sammeln ist gut und man kann spenden auch als Mitglied. Man muss ja nicht aktiv. Ja, cool. Ja, also kann ja ein bisschen passiv. Auf jeden Fall ist es gut, große Mitgliederzahlen zu haben, um wunderbar. In der Politik gut dazustehen. Und, lieber Pietje, Pietje bist du genannt, ja? Ja. Also, vielen Dank, dass du uns diese tolle Idee nahegebracht hast. Und schön. Wir beobachten das und wenn die dann steht, dann kommst du wieder. Auf jeden Fall, natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Piet, dass du hier warst. Nochmal Prost alle zusammen. Prost auch an den Gastgeber. Schön. Dankeschön an dich, Ulla. Vielen Dank. Sehr interessant. Dankeschön. Bis bald.